Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Meine Aufgabe ist es, euch absolut auf dem Laufenden zu halten, was Patch Notes, Reworks und das ganze Neue angeht. Und das wird auch die kommenden Wochen natürlich wieder absolut hier on fire sein. Heute gibt's das Rise Rework und ja, es ist tatsächlich kein Clickbait, kein Prank. Rise wird tatsächlich wieder gereworked, mittlerweile das 5., 6. oder 7. Ich kann es gar nicht mehr zählen. Im Prinzip kurze Problematiken bei Rise. Bei Rise ist ein sehr schwieriger Champion zu spielen. Nur Profispieler kommen wirklich gut mit ihm klar. Wenn man mit ihm klarkommt, kann man ihn sehr, sehr stark abusen, sehr stark im Split-Push, sehr krasser Wave-Clear, sehr viel Schaden, gerade auch zum Tanks zerstören. Und das soll heute angegangen werden. Ich werde euch diesen Champion so ein bisschen nahelegen. Sein Rework ist etwas, ja, chaotisch, denn im Prinzip alle seine Spells bleiben ähnlich. Das heißt, der Geist dieses Champions bleibt da. Allerdings wird die Q auf die W auf die E und die Effekte werden alle hin und her gechanged. Für alle, die Ryze gar nicht kennen oder nicht wissen, was er kann, das kann man ja nicht verübeln, ihn spielt ja niemand. Ryze funktioniert aktuell so, dass gerade über seine Passive, über die wir jetzt als erstes reden, er baut natürlich AP und diese AP werden über seine Passive in zusätzliches Bonus-Mana umgewandelt. Ja, er skaliert über Mana, denn seine Q skaliert über Mana, 3% seines Manas wird in Damage umgewandelt, seine W, da sind es 1% und bei der E sind es 2%. Das heißt, je mehr AP, je mehr Mana, je mehr Mana, je mehr Damage. Ganz einfach Rechnung, bam, bam. Das Ganze wird geändert und zwar ist es so, dass erstmal alle Mana-Scalings von seinen Spells entfernt werden. Ja, sagen wir es erstmal so, die sind runter. Dafür scaled es jetzt über seine Passive. Das heißt, seine Passive sagt, hey, Ryze, alle deine Spells machen 1% vom Mana-Damage. Ist natürlich, wenn wir es so jetzt erstmal rechnen, ein harter Nerf. Vorher waren es 3% auf der Q, jetzt ist es 1%. Erstmal ein Nerf. Was hier ebenfalls mit drauf ist, ist, dass es wie bei Ezreal ist, jedes Mal, wenn er einen Zauber benutzt, das heißt seine QWE, wird der Cooldown aller seiner Spells um eine Sekunde reduziert. Das ist ganz cool, lassen wir erstmal so stehen, gehen wir weiter zur Q. Bei der Q, da geht es auf jeden Fall ganz schön rund, denn hier wird das Runesystem komplett runtergenommen. Ihr konntet euch ja aktuell entscheiden, hey, will ich sehr, sehr viel Schaden machen oder will ich mich lieber schilden, mir Movement Speed geben und nicht ganz so viel Schaden machen. Diese Entscheidung ist nicht mehr da, denn diese Passive ist weg und damit gleichzeitig auch die Passive, dass ihr jedes Mal, wenn ihr die W oder E castet, die Q komplett resettet. Ja, das war ja das Ding. W, Q, E, Q. Ihr konntet die ganze Zeit immer richtig schön spammen, ist weg. Den einzigen Cooldown Reduce, den ihr jetzt nur noch bekommt, ist über die Passive und das ist halt immer nur noch eine Sekunde. Das klingt erstmal ziemlich kacke. Natürlich müssen wir hier was Positives anerkennen. Die Passive geht für alles. Ja, das heißt, auch die W und die E werden reduziert und vorher war es halt immer nur die Q. Allerdings muss man sagen, dieser Spell hat jetzt auch nur noch 5 Punkte. Vorher waren es 6, ja, das heißt, ja, für die, die es nicht wussten, das waren 6 Punkte. Dafür, dass es nur noch 5 Punkte drin sind, ist der Damage sogar im Endeffekt angehoben worden. Allerdings der Overload-Schaden reduziert worden. Und jetzt geht's noch ein bisschen los, denn Achtung, Mana-Kosten wurden erhöht und der Cooldown wurde ziemlich krass erhöht. Das war's zur Q. Schauen wir uns doch erstmal die W an, denn da tut's auch ganz schön weh. Okay, im Prinzip, der Schaden wird super krass reduziert und auch das Scaling, das tut gigamäßig weh. Aber was man hier tatsächlich sagen muss, ne, erst machen wir etwas Gutes mit rein und dann kommt die Zerstörung der CDU. Wir haben einen neuen Effekt und dieser hat eine Entscheidung. Das heißt, ihr könnt diesen Zauber auf einen Minion casten, dadurch macht er Schaden und ihr bekommt 160 Mana geschenkt. Frei Haus. Natürlich, klar, der Spell kostet 80, das heißt, ihr bekommt im Endeffekt 80. Ist aber cool, ist nett. Ist cool, kann man machen. Ihr könnt diesen Spell aber auch auf einen gegnerischen Champion casten und dann bekommt ihr ein Schild. Das ist nett und das kennen wir. Das ist das Schild von der Q, ja. Das heißt, es wurde von der Q runtergenommen, ist jetzt auf der W und ihr braucht einfach nur W drücken und ihr bekommt ein Schild. Das ist ziemlich nett. Aber jetzt geht's richtig los. Denn fangen wir mit der Zerstörung an. Der Runenkäfig ist gar kein Käfig mehr. Denn dieser Spell slowt den Gegner jetzt um 50%. Dafür allerdings für 1,5 Sekunden statt für 0,75 Sekunden. Er ist einfach verlangsamt. Hier muss man aber den Bonus-Effekt sehen. Wenn ihr den Spellflux vorher drauf macht, ja, die E kennen wir, dann wird der Gegner trotzdem für 1,5 Sekunden geroutet. Aber auch wirklich nur dann. Naja, ist natürlich nicht ganz so geil, weil lieber 0,75 Sekunden Root als 1,5 Sekunden Slow. Aber 50% ist schon nicht ganz schlecht. Aber es geht direkt weiter. Der Spell kostet jetzt giga viel Mana. Das tut super weh. Hat richtig viel fucking cool, und das tut ebenfalls super weh. Kommen wir zur E. Ja, ganz kleiner Funfact am Rande. Die ganz, ganz, ganz alte Rise E, wer kennt sie noch? Das war so eine elektrische Frisbee-Scheibe, die habt ihr auf die Gegner geworfen, dann ist sie so zwischen den Gegnern hin und her geflogen. Dum, 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 dum. Hat Magic Damage gemacht und Magie sind sogar runtergegangen. Das war noch Zeit.
Nun gut, kommen wir zur Race. Der Cooldown von diesem Spell wird richtig krass hochgehoben und kann auch nicht mehr pro Punkte reinleveln reduziert werden. Das ist, tut auf jeden Fall richtig weh, ist aber natürlich verständlich. Denn das Problem bei Ryze war, dass er immer seine E reingespammt hat, sogar ab Level 1 schon. Wurde auch immer wieder genervt, aber er hat einfach E und konnte dadurch die Wave immer super krass clearen. Damage wurde, ja, ein bisschen gechanged, Scalings ist mehr oder weniger gleich geblieben, kann man eigentlich sagen. Was hier allerdings wichtig ist, ist, dass die E jetzt immer spreadet. Das heißt, ihr müsst einfach nur die E in die Minions reinwerfen und die verteilt sich. Das heißt, beim aktuellen Ryze ist es ja so, ihr musstet E machen und dann nochmal eine E. Oder mit der E ein Ziel töten, dann verteilt sich das. Jetzt macht ihr einfach E, es verteilt sich. E, es verteilt sich. Ist also komplett idiotensicher, das schafft wirklich jeder. Das Problem bei diesem Spell ist, der verteilt sich jetzt giga schlecht. Denn die Range, wie es sich verteilt, wurde reduziert. Bei großen Monstern bzw. Champions auch angehoben, ist ganz nett. Aber für Wave Clear wurde es hart reduziert. Ich habe ja schon alles getestet, ich weiß, worüber ich rede. Ist nicht geil, kann ich sagen. Ist nicht geil. Und warum das Ganze nämlich definitiv ein Damage Nerf ist, ist der Punkt, dass die E keinen Spread Damage mehr macht. Das heißt, ihr macht die E, es verteilt sie, aber es macht keinen Schaden, es passiert nichts. Also die Gegner werden blau markiert, das war aber auch wirklich dann alles. Schlussendlich kommen wir zu Ryze Ultimate. Diese hat eine aktive und eine zusätzliche passive. Die aktive ist wie nach wie vor, ihr macht eine riesige Kuppel um euch und nehmt euch und euer Team mit woanders hin. Das ist ganz nett, das ist ganz cool. Das funktioniert etwas anders, da kommen wir gleich drauf zurück. Was jetzt aber dazugekommen ist, ist die passive und diese passive verbessert eure passive Passive. Das heißt, je mehr Punkte ihr da reinmacht, umso mehr skaliert eure Passive, also eure wirkliche Passive, mit Mana. Das heißt, bei 3 Punkten in der Ultimate habt ihr ein Mana-Scaling von 3,5%. Was super krass ist, muss man sagen. Wie gesagt, vorher hatte eure Q 3%, jetzt habt ihr dann 3,5%. Naja, das ist auf jeden Fall definitiv nicht verkehrt, wenn ihr Scaled so mehr Punkte in die Ultimate reinmacht, richtig, richtig hart. Bei der Ultimate Active wurde es so verändert, dass ihr jetzt eine Minimum Range Cast hat. Das heißt, ihr könnt nicht mehr sagen, ihr macht das direkt neben euch. Ihr habt also weniger One-on-One-Potenzial, könnt den Gegner nicht mehr ganz so krass juken. Außerdem wurde ein Effekt dazu gemacht, der zwar hier steht, aber in-game nicht funktioniert hat. Das heißt, es kann sein, dass er wieder entfernt wird oder wurde, noch reingebracht wird. Sollte man also erstmal anzweifeln. Und so steht da nämlich, man braucht einen Verbündeten in der Nähe, um diese Ultimate zu casten. Das heißt, so ähnlich wie Galio-Ult. Ihr könnt eure Ryze-Ult nur dann irgendwo anders hin machen, wenn ein Verbündeter da ist. Wenn da keiner ist, dann geht es nicht. Wie erwähnt, ich habe ein Gameplay mit Ryze gemacht. Das werde ich später hochladen. Jeder, der Interesse hat, kann sich das reinziehen. Da war das nicht der Fall und ich glaube auch nicht, dass das reingebracht werden wird, weil sonst wäre Ryze komplett useless. Was ich auf jeden Fall zum Ryze Rework sagen kann, wir wollen ja ein Fazit ziehen, wir wollen wissen, hey Tobi, was heißt das denn jetzt alles? Hört sich ja alles relativ ähnlich an. Also der Ryze spielt sich schon deutlich anders. Großer kritischer erster Punkt ist Mana. Klar, Ryze hängt sehr viel von Mana ab, aber das Problem, was wir haben, alle seine Mana-Kosten wurden angehoben, also deutlich teurer, während gleichzeitig die Passive, die ihm Mana gegeben hat, seine alte, entfernt wurde. Das heißt, man hat doppelt weniger Mana. Man kriegt weniger Mana und alles kostet mehr Mana. Klar hast du jetzt die Möglichkeit, über der W Mana zu regenerieren. Allerdings hat die A einen sehr hohen Cooldown von 16 Sekunden. Und B ist das euer defensiver Spell. Das heißt, es ist unter anderem nicht nur ein Cage oder ein Slow, sondern auch euer Schild. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr benutzt das, um auf Minions zu casten, um Mana zu regenerieren, hat der Gegner natürlich 16 Sekunden, wo er euch auf die Fresse hauen kann. Was natürlich cool ist, weil so hat man Counterplay, ne? Counterplay ist immer sehr, sehr wichtig. Aber Mana-technisch ist dieser Champion im Early Game eine komplette Katastrophe. Das kann ich euch schon mal sagen. Komplette Katastrophe. Step Nummer 2, Wave Clear. Sein Wave Clear ist eine komplette Katastrophe. Also die E verteilt sich richtig schlecht. Ja, also das fühlt sich an, als wenn nur ein Minion, der daneben steht, das da drüber springt. Wenn ihr das Ding auf eine Kanone macht, dann springt das entweder auf die Kasse nach hinten oder auf die Nahkämpfe nach vorne. Aber nie alles. Um eine Wave wirklich effektiv zu clearen, sogar im Late Game, müsst ihr 3 E's da reinballern oder sowas. Und dadurch, dass ihr nicht mehr diesen Cooldown Reset habt, ja, vorher hattet ihr ja EQ, EQ. Ihr macht EQ, macht dann wieder E und müsst auf die Q warten, weil die ja nicht resettet. Das dauert, das dauert, das dauert. Wave Clear fühlt sich richtig scheiße an. Der nächste Punkt, Mechanics. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum nur Profis Ryze spielen, denn für diesen Champion braucht man viele Mechanics, die haben die meisten nicht, deswegen spielt ihn auch niemand und deswegen muss das offensichtlich geändert werden. Der PBE Ryze
fühlt sich nicht so smooth, nicht so schön an. Es fühlt sich nicht so wie ein Maschinengewehr an, so bap, 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 sondern eher wie eine Pistole. Ja, das heißt, ihr schießt ein bisschen, schießt ein bisschen, schießt ein bisschen. Es ist alles sehr langsam und ihr habt nicht mehr so diese krasse Entscheidung. Ja, vorher, klar, ihr müsst euch immer noch entscheiden, wollt ihr den Gegner routen? Wollt ihr den Gegner eher viel Schaden machen mit dem Overload? Also die Entscheidung ist nach wie vor da. Aber zum Beispiel eure W. Ihr kriegt immer das Schild. Ihr braucht nur W drücken und ihr kriegt das Schild. Vorher musst du dich wirklich entscheiden, will ich wirklich das Schild? Brauche ich das Schild und das Move and Speed? Ja, Tobi, du hast Move and Speed gesagt. Was ist denn eigentlich mit dem Move and Speed? Das ist gar nicht mehr da, ne? Habe ich vergessen zu erwähnen, sage ich jetzt. Move and Speed ist komplett runtergenommen. Habt ihr gar nicht mehr. Ihr kriegt nur noch ein Schild. RIP. Die sehr, sehr große Frage, die ich mir stelle, ist, wie viele Ryze Reworks muss es noch geben, damit Riot merkt, dass Ryze einfach das Konzept nicht funktioniert? Die einzige Erklärung, die ich mir habe, ist, dass der Chef von Riot wirklich Ryze Main ist. Das heißt, er sagt die ganze Zeit, hey Leute, reworkt mit diesem Champ, das ist mein Main, den möchte ich gerne spielen. Und die ganzen Mitarbeiter in ihrer Sitzung sitzen da, ohne dass der Chef dabei ist. Alter, der Chef, ey, das ist nicht reworkbar, der Champ ist nicht balancebar, aber es ist der Chef, wir müssen ihn balancen irgendwie, weil sonst werden wir alle gefeuert. Was sollen wir tun? Ich meine, vielleicht wäre es an der Zeit, diesen Champ jetzt so zu reworken, dass der Geist nicht mehr erhalten bleibt. So wie bei Galio, so wie bei Mordekaiser, weil offensichtlich funktioniert es nicht. Es funktioniert nicht. Nicht Damage. Dieser Ryze wird im Late Game mehr Schaden machen als der alte Ryze, denke ich. Da bin ich mir fast sicher. Denn er hat einfach auf jedem Spell jetzt 3,5% Mana Scaling, wo er vorher weniger hatte. Allerdings wird er deutlich schlechter im Early Game sein, weil er einfach viel zu viel Mana verbraucht und auch irgendwie mehr beschränkt ist und nicht mehr so aggressiv gespielt werden kann, weil er auch einfach nicht mehr diese schöne Cage-Poke-Kombo machen kann. Das heißt, deutlich klarere Linie, schwach Early, sehr, sehr stark im Late Game. Grundsätzlich muss man natürlich auch sehr wichtig sagen, denn wir müssen jetzt hier langsam zum Ende kommen. Am Anfang weinen immer alle, hey, der Champ ist komplett scheiße. Das wurde bei Aatrox gesagt, der war plötzlich broken. Das wurde bei Urgot gesagt, war plötzlich broken. Und vielleicht weinen auch die Leute hier bei Ryze und im Reddit weinen die Leute über Ryze, dass das hier kacke ist. Vielleicht ist Ryze nachher auch broken und alle beschweren sich. Wer weiß es, wir müssen es rausfinden. Deswegen, das hier ist außerdem PBE, das kann sich noch alles ändern. Es wurde bereits gesagt, dass Montag nochmal eine andere Form auf dem PBE kommen soll. Ihr könnt mir super gerne eure Meinung mitteilen. Ich wünsche euch was, auf Wiedersehen und tschüss.